aus dem Studio Norden. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Talk im Turm. Wir sind ja regelmäßig hier im Rathausturm in Nordenham und laden uns Gäste ein. Heute haben wir einen Gast zu einem ja, ganz spannenden Thema, was sich so gerade in den 90er Jahren hier in Deutschland richtig entwickelt hat. 86 ist das Ganze mal entwickelt worden in Chicago, nämlich der Poetry Slam. Da sollte die Literatur an ganz ungewöhnliche Orte getragen werden. Mittlerweile ist aus diesem Dichterwettstreit hier gerade in Deutschland eine richtig große Szene geworden. Deutschland hat eine der größten Poetry Slam Szenen und mittlerweile gibt es ja auch einige Poetry Slammer, die sich einen richtigen Namen gemacht haben. Jörg-Uwe Kling zum Beispiel, Marc-Uwe Kling, so heißt er. Und viele andere. Einer, der auch dabei ist, sich einen Namen zu machen, der kommt aus Cuxhaven, aus der Nähe von Cuxhaven, aus der Wurster Küste und den haben wir uns heute hier ins Studio eingeladen. Hallo Credo. Hallo. Credo ist natürlich ein Künstlername. Das ist korrekt, ja. Warum Credo? Vielleicht das gleich am Anfang. Also von dein Credo, woher kommt der Name? Also ich habe tatsächlich, muss ich sagen, am Anfang wollte ich mich allgemein so ein bisschen abheben, weil das ist eigentlich so in der Slam-Szene eher unüblich, dass man da Pseudonyme hat. Und für mich war das so ganz spannend, etwas zu nehmen, was so kurz und knackig ist. Also ich war ja schon immer auch großer Fan zum Beispiel von Falco. Das fand ich immer toll, weil es so kurz war, einprägsam. Und da war ich auf der Suche und dann bin ich auf Credo gestoßen, weil es ist ja auch so im Sinne des Bekenntnisses und so, also das, wofür man steht. Und da habe ich gewisses gedacht, Credo, genau, es ist einfach irgendwie so, ja, sozusagen jeder von meinen Texten ist sozusagen mein Credo. Also das, wo ich hinterstehe, das, wofür ich einstehe. Und da habe ich gedacht, das ist doch genau passend für mich. Also bleiben wir auch dabei bei Credo. Genau. Und wir wollen uns ein bisschen über deinen Werdegang sozusagen zum Poetry Slammer unterhalten. Ich habe gerade gesagt, so in den 90ern ist das hier so richtig angefangen, in Deutschland zum Erfolg zu werden. Es war erstmal noch ein bisschen befremdlich, weil was ist denn das, ein Dichterwettstreit? Wie können die überhaupt miteinander in Konkurrenz treten? Vielleicht für all jene, die tatsächlich gar nicht so genau wissen, wie sie Poetry Slam eigentlich einordnen müssen. Erklär kurz einmal, was Poetry Slam eigentlich ist und wie du dazu gekommen bist. Ja, gern. Also man muss tatsächlich auch sagen, das passt zu dem, was du sagst. Es ist tatsächlich für viele immer noch, dass das gar nicht klar ist. Was ist es? Das merke ich immer wieder, obwohl der Trend ja lange eigentlich schon zurückliegt. Ich meine, 90er Jahre ist gar nicht so weit weg. Man muss sagen, es geht eigentlich in erster Linie bei diesen Poetry Slams. Das sind Wettbewerbe, wo Texte präsentiert werden, die immer eine gewisse Länge haben, 4 bis 5 Minuten, wo man tatsächlich auch völlig frei ist. Wichtig ist nur, sie müssen selbstgeschrieben sein und man darf keine Requisiten verwenden, also sich verkleiden, wie man zum Beispiel aus dem Stand-up-Bereich kennt, ist da nicht erlaubt. Es geht tatsächlich darum, dass man Texte von sich verfasst und dann gegen andere antritt, die es eben auch tun. Und dann wird eben am Ende immer ein Gewinner gewählt. Vorher gibt es immer noch ein Finale, wo dann erstmal 3 Stück reinkommen, die durch Punktewertung gewählt werden. Und dann im Finale wird über einen Applaus dann entschieden, wer letztlich insgesamt gewinnt. Und das ist tatsächlich immer ganz spannend, gerade wenn man eben einen Text fertig hat, mal zu gucken, wie komme ich eigentlich beim Publikum an. Und ja, wie wird vielleicht gelacht, wie wird vielleicht geweint, wie wird geklatscht und so weiter. Das ist immer tatsächlich eine spannende Herausforderung. Die auch natürlich, ja, spannend, eine Herausforderung, wo du gerade sagst, wird geweint oder gelacht. Es sind ja Texte, die auch eine ganz unterschiedliche Emotionalität ansprechen. Also das ist tatsächlich, man ist da nicht festgelegt. Das ist eben nicht wie zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich bin Comedian zum Beispiel, dann wird ja eigentlich erwartet, wenn der auf die Bühne geht, dann passiert was Lustiges. Genau.
Bei uns, sage ich mal, ist es eher so, dass man eigentlich nie weiß, was passiert jetzt. Also es gibt ganz oft, es ist ein unfassbar trauriger Text und danach kommt ein unfassbar lustiger Text. Also es ist immer eine große Abwechslung und das ist eigentlich auch das, was ich so an dem Ganzen schätze und warum ich eben auch, weil du fragtest, wie bin ich dahin gekommen, das war genau das, was ich eigentlich wollte. Weil ich Texte habe, das ist auch, wenn man mich zum Beispiel verfolgt, ich habe Texte, die sind tatsächlich unfassbar traurig, ich habe aber auch Texte, die sehr amüsant sind, Texte, die auch nachdenklich stimmen und so weiter. Das war mir wichtig zu sagen, immer mal auch was anderes und auch das Publikum immer mal wieder zu überraschen, dass sie eigentlich immer denken, na, was macht er heute? Und das ist spannend. Kannst du dich noch erinnern, wie es das erste Mal gewesen ist, als du auf der Bühne gestanden hast? Mit was für Gefühlen bist du auf die Bühne gegangen und von der Bühne auch wieder runter? Also man muss sagen, dass dieser Wettbewerbscharakter, der ja immer bei diesen Veranstaltungen ist, der sorgt natürlich nochmal für einiges mehr Nervosität. Und entsprechend war es tatsächlich so, dass man natürlich schon dachte, na, wie kommt der Text an? Denn ich habe es auch schon ein paar Mal erlebt, dass wirklich Künstler das erste Mal auf der Bühne stehen und dann eine sehr geringe Punktzahl kriegen und dann natürlich sehr enttäuscht sind. Bei mir war es zum Glück anders. Also ich war beim ersten Auftritt bin ich gleich Zweiter geworden und das hat mich natürlich angespornt, weiterzumachen. Genauso hätte es sicherlich in die andere Richtung gehen können, dass wenn der Auftritt komplett daneben gegangen wäre, dass man dann gesagt hätte, ist das das Richtige für mich oder nicht. Ne? Das war zum Glück eben bei mir nicht der Fall, aber es ist bis heute, jeder Auftritt ist auf seine Art immer wieder was Besonderes und sicherlich auch immer wieder einen Tick weit eine Herausforderung, zu gucken, kriege ich das Publikum auf meine Seite, verstehen sie auch meinen Text so, wie er gemeint ist, fühlen sie tatsächlich mit, das ist tatsächlich immer wieder eine spannende Herausforderung. Ich habe tatsächlich auch schon einige Slams gesehen und ich habe immer das Gefühl, es ist so ein bisschen auch eine große Familie, dass sie die Slammer gar nicht so als die extremen Konkurrenten sehen und kein großer Konkurrenzkampf, sondern alle irgendwie auch dem anderen Glück wünschen und irgendwie bei den Texten aufmerksam zuhören und ist das so oder täuscht dieser Eindruck? Nein, es ist tatsächlich so, also das merkt man auch eben ganz oft hinter der Bühne, dass das eigentlich so dieser grundsätzliche Tenor ist, wir sind alle Gewinner. Alle, die sich, sage ich mal, auf die Bühne trauen, sind eigentlich schon Gewinner. Und ich finde eigentlich die Ansicht völlig richtig, weil ich glaube, wenn man zu verbissen an diese Wettbewerbe rangeht und von dem Erfolg oder Misserfolg eines Textes seine weitere Karriere irgendwie abhängig macht, das ist sicherlich der falsche Weg. Und deswegen denke ich schon, ist der richtige Gedanke zu sagen, eigentlich ist jeder, der sich auf die Bühne traut und jeder, der auch da Worte rauskriegt und seinen Text vernünftig präsentiert, ist eigentlich wirklich schon jemand, der eigentlich schon gewonnen hat. Und man hat es auch ganz, ganz oft, dass wirklich auch so, dass das Publikum zwar für einen Text mit einer hohen Punktzahl wertet oder so, aber trotzdem ganz viele andere tolle Texte auch dabei sind. Und man darf ja nie vergessen, das ist beim Slam ja auch immer ganz typisch, dass es immer nur so eine kleine Jury gibt an 5 oder 7 Personen. Und man kann natürlich auch Pech haben, dass vielleicht genau diese 7 Personen, sage ich mal mit dem Thema, was man gerade präsentiert, gar nichts anfangen können, aber vielleicht irgendwo 7 andere Personen gesessen hätten, die gesagt hätten, das ist eigentlich der beste Text des Abends. Also deswegen finde ich eigentlich die Ansicht völlig richtig zu sagen, dass jeder irgendwo am Gewinn auch teil hat. Egal, wer jetzt letztlich zum Sieger gewählt wird. Also es gibt auch wirklich unter Slammern eigentlich so immer diese Auffassung, dass das gar nicht das Entscheidende ist. Und du hast es gerade gesagt, es ist auch wirklich tagesformabhängig und von was vor einem Publikum man seinen Text vorträgt. Ja. Der gleiche Text kann vor 2 unterschiedlichen Gruppen, die im Publikum sitzen, völlig anders funktionieren. Das zumal, ist ja eine, wie du gerade gesagt hast, es nur immer eine kleine Jury gibt. Mhm. Finde ich immer wieder spannend, an solchen Wettkämpfen auch teilzuhaben als Besucher. Aber es ist ja nochmal was anderes, auf die Bühne zu gehen. Wie lange hast du vorher schon Texte geschrieben? Und was hat dich letztendlich motiviert zu sagen, ich will diese Texte auch wirklich jemandem präsentieren? Ich will sie auch vor Publikum vorstellen. Also ich muss sagen, das hat gar nicht lange gedauert. Also so dieser Zwischenraum zwischen Texte waren fertig und ich versuche es auf der Bühne.
Weil für mich war immer klar, ich finde, das ist ja eine tolle Art, auch so die ganzen Emotionen, die man so in sich drin hat, zu verarbeiten. Und da war für mich immer der Gedanke, funktioniert es auch, dass das, was ich mit einem Text verarbeite oder woran ich mich in dem Text erinnere und so weiter, das auf andere zu übertragen. Und deswegen, da war bei mir schon ganz schnell dieser Ansporn da, zu sagen, das möchte ich wirklich mal ausprobieren. Und deswegen, das hat gar nicht lang gedauert. Ich hatte am Anfang natürlich noch nicht sehr viele Texte, also das ist eigentlich so üblich auch in der Slam-Szene, dass man so am Anfang hat man tatsächlich dann so zwei, vielleicht drei Texte, wo man dann auch immer so diesen einen Text dann nur hat, wo man sagt, den mache ich heute. Mittlerweile ist es schon auch, man guckt natürlich, wie ist heute das Publikum drauf, was habe ich für ein Publikum und so weiter und wählt schon aus einer Vielzahl an Texten. Das macht das mittlerweile dann schon etwas einfacher. Inwieweit stehen die Texte felsenfest oder inwiefern verändern die sich auch bei so einem Auftritt, bei so einem Also Live-Auftritt? man muss sagen, dass so die Texte, die jetzt eher in den emotionaleren Bereich gehen, dass die eigentlich meistens keine Veränderung mehr erfahren. Aber die Texte, die so in den humorvollen Bereich gehen, das sind eigentlich so die, wo man immer noch anpasst. Also wenn man den das erste Mal gemacht hat, merkt man dann ja schon, hat jede Pointe so funktioniert, wie sie sollte. Und wenn nicht, dann überlegt man doch noch, kann ich noch am Text ein bisschen was umstellen? Und das ist dann, also es ist immer wieder dieses Ausprobieren. Also ich habe das zum Beispiel schon bei Texten gehabt, da habe ich die dann verändert, festgestellt, ah ja, die Pointe hat jetzt funktioniert, die andere dafür immer noch nicht. Also die hat jetzt schon zweimal irgendwie nicht so funktioniert, dann will ich da auch wieder ran. Also da ist man tatsächlich immer wieder so ein bisschen am Zusammenpuzzeln. Aber so bei diesen emotionalen Texten ist es sehr viel weniger. Also man muss sowieso sagen, dass die Texte aus meiner Sicht auch immer für die Vorbereitung die leichteren sind und auch was jetzt so, was die Nervosität angeht, auch die leichteren sind, weil man da eben am Ende die Reaktion des Publikums ja erst erfährt. Es gibt ja ganz unterschiedliche Performer in der Slam-Szene. Manche sind sehr körperlich, andere sind so ein bisschen am Weapon dabei. Wieder andere tragen die Texte gelesen vor, andere tragen die frei vor. Wo kann man dich da einordnen? Also erstmal muss ich dazu sagen, dass ich das eben auch das Schöne finde. Also auch diese, nicht nur das, was den Inhalt angeht, dass da so viel Unterschiedliches stattfindet, sondern eben auch, dass man so frei ist, was die Performance angeht. Bei mir ist es tatsächlich so, dass grundsätzlich sind es bei mir gelesene Texte. Es gibt auch vereinzelt tatsächlich Performances, wo ich das schon frei gemacht habe. Aber ich sage mal, es gibt mir immer noch mehr so diese Sicherheit, wenn ich tatsächlich den Text bei mir habe. Ich bin eigentlich jetzt auch nicht so dieser starke Performer, muss ich sagen. Man muss ja auch mal gucken, wo passt es. Also natürlich so auch, was Stimme verstellen angeht. Oder manchmal tatsächlich, dass man ein bisschen Performance einbaut, wenn es zum Text passt, ja. Aber es gibt natürlich bei mir auch so ein bisschen diese ruhigen, besinnlichen Texte. Und da wäre es tatsächlich dann einfach zu viel. Also um das Ganze eben auch authentisch rüberzubringen. Ne? Ist das beim Publikum, kannst du das ausmachen? Nimmt das Publikum diese Performer mehr wahr als diejenigen, die ihre Texte vorlesen? Und ist das Publikum da genauso offen, weil sie eine bestimmte Art von Publikum sich ja auch auf solche Veranstaltungen einlässt, dass die wissen, nein, ich bewerte sozusagen wirklich das, was der Künstler da vorträgt, nämlich entweder diesen Text oder die Performance, aber ich kann das trennen. Kann das Publikum das trennen oder eher nicht? Also grundsätzlich, es gibt sogar Slams, zum Beispiel in Bremen gibt es einen, wo tatsächlich beide Sachen unterschieden werden, Inhalt und Performance. Da gibt es dann eine A- und eine B-Note. Also dadurch wird das Publikum schon dazu aufgerufen zu vergleichen. Grundsätzlich bin ich eigentlich der Meinung, dass das Publikum gar nicht so stark danach unterscheidet, kann jetzt jemand unfassbar gut performen oder nicht. Natürlich, wenn jemand seinen Text frei vorträgt und den auch gut vorträgt, authentisch vorträgt, hat er sicherlich beim Publikum schon mal einen Stein im Brett. Aber genauso erlebt man es auch, dass jemand, der das erste Mal auf der Bühne ist, wie ich es ja selber erlebt habe, es auch schaffen kann, ins Finale zu kommen oder sogar zu gewinnen. Also da ist tatsächlich das Publikum immer eigentlich sehr fair und macht es tatsächlich nicht an irgendeiner Showeinlage ab. Und das ist ja tatsächlich auch dieses, weswegen es schön ist, dass es eben keine Requisiten oder Verkleidung oder sowas geht, weil natürlich man sonst schon dadurch, dass man sich verkleidet oder wie auch immer, das Ergebnis verfälschen könnte. Und das ist in diesem Bereich zumindest um einiges schwieriger.
Was hast du so für Themen? Du hast gerade schon gesagt, sind teilweise sehr emotionale Texte, sehr emotionale Geschichten, dann aber auch wieder was Witziges. Ja. Das hängt natürlich auch dann von deiner persönlichen Situation gerade ab. Das hängt ja von vielen Faktoren gerade ab wahrscheinlich, ja. Wann du die Texte schreibst, wie du sie schreibst. Aber was sind das so für Themen, die du bearbeitest? Also das ist tatsächlich, also meine Themenvielfalt ist tatsächlich eine große. Ich habe einerseits zum Beispiel Texte, die sich ums Erinnern drehen. Also ich habe zum Beispiel Texte, die ein Rückblick sind wie 90er Jahre, um nochmal so zu schauen, was war eigentlich da, alles, was man vielleicht auch mittlerweile schon teilweise vergessen hat. Genauso sind es aber auch Texte, die so ein bisschen in den Bereich der Tabuthemen gehen, wie zum Beispiel in den Bereich Mobbing, was an einem beispielhaften Fall geschildert wird. Ich habe auch einen Text über die Thematik der Demenz. Und genauso habe ich aber eben zum Beispiel auch einen lustigen Text über die Stadt Bremen oder überhaupt über den Norden insgesamt. Also insofern ist es tatsächlich ein ganz breites Feld, wo ich mich jetzt nicht irgendwie in eine Themenschiene festlege, sondern tatsächlich immer so, wie ich mich gerade fühle, was mir gerade irgendwie am Herzen liegt oder was Menschen um mich herum irgendwie gerade als wichtig erachten. Das sind eigentlich so die Themen, denen ich mich dann annehme. Eben alles das, was dein Credo ist, deine Emotions. Genau, ja. Du hast nämlich eine kleine Sammlung von Poetry Slam Texten herausgebracht, ja, die du uns hier auch mitgebracht hast. Genau. Und nicht nur, damit ich das Buch mal in die Kamera halten kann, hast du das mitgebracht, sondern du wolltest uns auch eine Geschichte vorlesen. Ja. Du wolltest mal eine Geschichte vortragen und normalerweise stehst du ja wahrscheinlich genau, der Bühne. Ja. Du hast gesagt, das macht dir nichts aus, auch jetzt im Sitzen vorzutragen. Genau. Ich reiche dir dein Buch. Alles klar. Und dann kannst du uns mal eben sagen, welche Geschichte, um was für eine Geschichte es sich handelt. Was hast du dir da ausgesucht? Ich würde tatsächlich einen Text nehmen, der einer meiner ersten Texte war. Und das ist tatsächlich, wie ich eben schon sagte, ein Text zum Thema Demenz. Wo mir immer ganz, ganz wichtig ist, die Demenz ist ja eine Thematik, sage ich mal, die mittlerweile gesellschaftlich eine immer größere Rolle spielt. Und wo ich auch wirklich erfahren habe, jetzt wenn ich den Text gemacht habe, wie sehr das doch auch die Menschen bewegt. Also ich habe zum Beispiel mal einen Publikum gehabt, der, als ich den Text präsentiert hatte, zu mir kam und sagte, dass dieser Text ihm geholfen hat, mit der Demenz seiner eigenen Mutter besser umzugehen. Und das, finde ich, ist immer schon ein Ritterschlag für den, der den Text mal erstellt hat. Und da ist es fast egal, wo man dann an dem Abend platzmäßig gelandet genau, ist. Genau, das war sondern genau. Dieser ja. eine, den man genau mit seinem Text erreicht hat, ja. war das mehr wert als die Platzierung? Ja, das muss man ganz ehrlich sagen. Wenn, egal wie, welchen Platz man jetzt kriegt, wenn da tatsächlich jemand nach dem Publikum auf einen zukommt und sagt, du hast mich heute einfach mit deinen Worten bewegt. Ich meine, das muss man sich auch vorstellen, das sind 5 Minuten, in denen man doch viel irgendwie auslösen kann in einem Menschen. Das ist schon eine tolle Sache. Und das ist auch das, wofür ich es eben auch mache. Also, dass ich die Texte eben nicht nur mache, um selber irgendwas zu verarbeiten, sondern eben auch zu sagen, ich erreiche die anderen damit. Und mal gucken, ob jetzt das Publikum erreicht wird. Wir hören den Text von Credo. Jo. Der, genau, der Text trägt den Titel Der langsame Abschied. Dass du Dinge vergessen hast, das war für mich ganz normal. Die verlorene Brille oder der vergessene Geburtstag waren mir egal. Du bist tüdelig, sagte ich stets mit einem Grinsen im Gesicht. Hatte doch die Vergesslichkeit in deinem Leben nur selten ein Gewicht. Das ist so lang her. Ein Grinsen oder Lächeln fällt mir mittlerweile schwer, denn du erinnerst dich nicht mehr an meinen Namen, meine Stimme oder mein Hemd. Für dich bin ich dein Enkel, Urenkel oder sogar fremd. In dir steckt schon längst nicht mehr deine Magie. Du verlierst mit jedem Tag mehr deine Autobiografie. Dein Blick ist ein anderer. Ja, so leer. Deine Aussagen haben mittlerweile keinen Inhalt mehr. Deine Worte sind nur noch wahllos aneinander gereiht. Für tiefsinnige Gespräche bist du schon längst nicht mehr bereit. Du erzählst mir von Naturkatastrophen, die es nie gab und wiederholst dich mit jedem Tag. Deine Erzählungen sind dein jedes Mal die gleichen, von Verhören der Nazizeit und den vielen Leichen. Ich korrigiere oder unterbreche dich nicht, sehe es längst nicht mehr als meine Pflicht, ich lasse dich in deiner eigenen, fantasiegeprägten Welt, in der es dir zumindest meistens ganz gut gefällt. Dir zuzuhören ist für mich eine Qual, sind doch deine Geschichten so elendig banal, verzeih mir, aber ich lausche dir nicht mehr gern. Die schönen Gespräche, die sind längst fern.
Es fehlt mir einfach, wie du mir bei meinem Problem hilfst und wie du mir deinen Rat geben willst. Ich es bin, dem geholfen wird. Und der nicht nur der ist, der dir zuhört. Ich vermisse auch dieses positive Gefühl, das ich einst verspürte, wenn mich mein Weg wieder einmal zu dir führte, als ich mich noch freute, dich zu sehen und nicht jede Sekunde überlegte, einfach zu gehen. Weil ich es nicht ertragen kann, was mit dir passiert ist und wie du mit der Zeit geworden bist und weil es mich zerreißt, dass du sie vergisst, die Erinnerung an unsere gemeinsame Zeit. Mich damit abzufinden, bin ich noch lange nicht bereit. Wenn ich heute auf dem Weg zu dir bin, fürchtet es mich. Ich frage mich, wieso verhältst du dich, ist deine Vergesslichkeit noch größer geworden? Sind sie nach dem Treffen noch größer, meine Sorgen? Du hattest immer so große Angst davor, der Vergessenheit zu erliegen. Du wünschtest dir, du könntest vielleicht über sie siegen. Deine Hoffnung, verschont zu bleiben, war immer da. Heute weiß ich, dass sie vergebens war. Das Haus verlässt du nun oft ohne eine Wiederkehr. Dich zu orientieren fällt dir plötzlich unglaublich schwer. Über deine Hose sagst du, du hättest sie verlegt. Dabei bist du es doch, die sie bereits trägt. Den Fernseher zu bedienen ist für dich plötzlich ein Problem. Wie oft haben wir einst in ihn hineingesehen? Du musst alles wieder lernen wie einst als Kind. Dinge, die für jeden um dich herum alltäglich sind. Du bist nun die, von der fast nur die Hülse geblieben ist. Weil die Vergesslichkeit deine Persönlichkeit zerfrisst. Sicherlich soll ich trotz allem der Starke von uns sein, doch verzeih, mein Herz ist auch nicht aus Stein. Wie soll ich stark sein, wenn ich dich immer öfter weinen sehe und voller Überforderung einfach nur so neben dir stehe und sehe, wie dir einfache Dinge nicht mehr gelingen und dich immer und immer wieder zur Verzweiflung bringen? Ich bin doch schon der, der immer den Verständnisvollen mimt. Unterdrücke ich doch viel zu oft die Tränen und denke, das hast du nicht verdient, nicht zu wissen, was du tust, wo du wohnst und wer du bist, was du liebst, was du fühlst und was du vermisst. Immer wieder denke ich, ich will dem nicht einfach zusehen. Du sollst einfach nicht immer mehr von mir gehen. Ich will dein Fortschreiten zerfallen nicht einfach nur aushalten. Erkalten und akzeptieren, den Verlauf deines Leidens nicht aufzuhalten. Denn mit dir geht auch ein Teil von meinem Leben. Den kann mir keiner je wiedergeben. Mittlerweile sagen mir deine Augen mit jedem Treffen mehr, du leidest sehr und willst nicht mehr. Deine Lebensfreude ist längst verschwunden und wünschest du dir, du hättest den Tod bereits überwunden, wärest nun an einem besseren Ort, von dieser Welt endlich fort. Obwohl ich mir immer wieder wünsche, dass es aufhört, dir immer schlechter zu gehen, muss ich erkennen, es wird nie wieder gut um dich stehen. Mit jedem Zusammentreffen nehme ich bereits ein Stück weiter Abschied von dir und sehne mich mit jedem Mal mehr nach einem Wir, das es doch schließlich einmal gab, als du noch die Alte warst. Jo. Sehr bewegender, sehr schöner. Dankeschön. Toller Text, großes Kompliment. Das hört sich für mich so an, als wenn da auch persönliche Erfahrungen sehr stark mit reingespielt haben. Also ich muss sagen, dass ich bei jedem meiner Texte immer einen autografischen Bezug habe, der mal etwas stärker ausgeprägt ist, mal nicht. Ich muss sagen, dass das jetzt der Text, so wie er ist, nicht komplett autobiografisch ist, aber tatsächlich einen Anteil hat. Und das finde ich, dass erst dann kann man auch wirklich authentisch sein, wenn man irgendwie einen Bezug hat. Und ich glaube, dass das auch das Publikum merkt. Ist da jemand, der wirklich irgendwie eine Erfahrung damit gemacht hat oder der das einfach irgendwie im Internet gelesen hat und sich daran versucht? Ne? Also mich hast du damit auf jeden Fall gerade erreicht und das Publikum da draußen hoffentlich auch. Aber es ist noch was anderes, als an den Fernsehschirmen zu sehen, als live dabei zu Natürlich, sein. Ja. Also an das Publikum da draußen, das potenzielle neue Publikum, die sich vielleicht bis jetzt auch nicht getraut haben, zu einem Slam zu gehen. Auch vielleicht die ältere Generation, die sagt, das ist was für junge Leute. Man hat ja ganz verschiedene Slammer auf der Bühne, die wirklich Generation, ja ganz viele unterschiedliche Menschen auf der Bühne sind. Alt, jung, Mann, Frau, die dort sich messen. Und auch das Publikum ist ja unterschiedlich, wobei das Publikum oftmals etwas jünger ist, habe ich den Eindruck. Mag man, und auf der Bühne eher auch die Älteren mit dabei sind. Wo kann man dich denn das nächste Mal wieder live auf den Bühnenbrettern sehen, wenn da jetzt draußen jemand sagt, das möchte ich jetzt doch mal erleben? Also ich bin tatsächlich viel in dem Bereich Bremen, Niedersachsen unterwegs. Also vor allem eben in Bremen hat sich eine schöne Slam-Szene mittlerweile etabliert. Auch in Bremerhaven zum Beispiel ist es immer mehr im Kommen. Tatsächlich wird man mich da dann als nächstes wieder sehen, in Bremen, im Lagerhaus. Da bin ich eigentlich immer regelmäßig zu Gast, um eben tatsächlich zu gucken. Doch auch ein regelmäßiger Tonus im Lagerhaus, oder? Da ist tatsächlich, genau, einmal im Monat findet das statt. Also das ist bei vielen Veranstaltungen eigentlich so, dass die einmal im Monat stattfinden.
Manche finden auch zum Beispiel dann immer vierteljährlich statt oder so. Aber das ist so eigentlich, wo ich regelmäßig bin. Und dann gibt es eben immer außerhalb, also ich habe zum Beispiel auch schon mal in Köln die Bühne erobert oder auch in Berlin oder so. Also auch das gibt es mal. Aber so ja, normalerweise ist es eigentlich so hier im Umkreis dann. Ne? Gibt es denn für dich als Poetry Slammer, als Credo noch große Ziele? Hast du noch irgendwelche Hoffnungen? Da möchte ich unbedingt noch mal mitmachen, da muss ich dabei sein. Also die Ziele sind tatsächlich erstmal so gesteckt, dass ich sage, ich möchte auf jeden Fall dabei bleiben, weil das tatsächlich etwas ist, wo ich festgestellt habe, das ist genau meins und das macht mir Spaß und das ist eine tolle Sache. Ein großes Ziel wäre tatsächlich mal zu sagen, dass man wirklich mal eine Solo-Show irgendwann hat. Also, dass es eben nicht nur bei diesem, ich mache jetzt einen fünfminütigen Text bleibt, sondern tatsächlich ein Publikum hat, das sagt, zu dem gehe ich jetzt gerne auch für eine Stunde oder anderthalb Stunden hin und höre mir seine Texte an. Das wäre tatsächlich so das, was ich mir selber wünschen möchte, was auf jeden Fall etwas wäre, wo ich mich gern sehen würde. Was war denn bis jetzt dein größter Erfolg als Poetry Slammer? Mein größter Erfolg, der ist tatsächlich, wenn man so ein bisschen die sozialen Netzwerke verfolgt, dass tatsächlich eines meiner Videos mittlerweile da stark viral gegangen ist. Was für mich ganz spannend ist, weil man tatsächlich auch dann mittlerweile so im Privatleben immer öfter mal drauf angesprochen wird. Also, dass tatsächlich jetzt mein Rückblick über die 90er Jahre mittlerweile schon über 3 Millionen Menschen erreicht hat. Das ist natürlich eine tolle Sache, gerade wenn man dann auch merkt, was die Leute da tatsächlich. Wie dankbar die sind, dass sie diese Erinnerung tatsächlich nochmal hervorholen können und dass da jemand ist, der eigentlich so deren Kindheit oder Teenie-Zeit und so weiter nochmal so ein bisschen in einem Text zusammenfasst. Und ansonsten natürlich auch Bühnenauftritte, die tatsächlich schon teilweise vor bis zu 500 Leuten stattgefunden haben. Also das sind alles schon Erfolge, die für die relativ kurze Zeit, also ich mache es ja jetzt knapp 4 Jahre erst, schon was Schönes sind und teilweise eben auch nicht selbstverständlich sind und das genieße ich eben sehr. Das heißt, man findet dich im Internet, man Im findet Internet dich genau. wahrscheinlich dann über YouTube. Genau, Da ja. findet man Texte von Credo. Ja, Man genau. findet dieses Buch wo? Dieses Buch gibt es bei Amazon zu kaufen, Credo Emotions, womit man auch noch einen guten Zweck unterstützt, denn immer 1 Euro pro Buch gehen noch an das Kinderhospiz in Bremerhaven. Das war mir ganz wichtig, dass man eben auch damit noch was Tolles bewirken kann und sowieso ein Verein, von dem ich sehr, sehr viel halte. Und das ist eben toll, wenn man das noch unterstützen kann. Toll war auch, dass du uns hier besucht hast im Ich Rathausturm freue mich in auch. Nordenham, dass du Gast bei Talk im Turm warst. Vielen Dank für deinen Besuch. Ich danke, dass ich da Und sein durfte. wir wünschen natürlich alles Gute für die nächsten Slams, für die nächsten Texte. Die Ideen werden dir sicherlich nicht ausgehen Das denke ich und nicht, das genau. Publikum hoffentlich auch nicht. Und hier bei Radio Weser TV, da werden wir nämlich auch demnächst öfter mal eine Geschichte hören von Credo. Denn wir werden hier einige seiner Texte einspielen und die werden Sie dann hier bei uns im Programm sehen und hören können. Uns können Sie auch sehen und hören, wenn Sie mögen, in der nächsten Woche. Machen Sie es gut. Danke fürs Einschalten. Tschüss. Tschüss.